da hoch. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Okay, dann würde ich hier mal weitermachen wollen. So. Du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Dann kann der Stein ja auch noch weg. Und dich will ich natürlich auch noch einsammeln, genau wie dich. Okay. Hihi. So. Na komm. So, dann hüpfen wir mal da rein. Hüpfen wir mal dahin. Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Wir hatten ja irgendwo dann so einen Abgang. Also, mal abgesehen davon, dass es ein riesiges Höhlen-Gedönse ist, hatten wir ja irgendwo dann so einen Abgang zu einer Lavawelt wieder. Und das ist mit genau der Grund, warum ich nicht einfach nach unten strippe. So sehr ich das begrüßen würde, wenn es so einfach wäre. Aber man fällt dann halt unter den Blöcken in ein tiefes Tal. Okay, Schaufel. So, ich kriege langsam Hunger eigentlich. Oh, da fällt mir ein. Während ich hier am Wildschaufeln bin, kann ich ja heimlich einen Kaffee trinken. Das fällt euch ja sicherlich nicht auf. Gut, das war gerade der Kaffeelöffel. Aber es fällt nicht auf, ne? So. So, 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 so und so. Dann nehmen wir dich noch mit. Und dann holen wir dich aus der Wand. Aus der Wand. Der Wand. So, holen dich da raus. Holen dich da raus. Holen dich da raus. Hier noch was. Ja, klar. Da noch. Da noch. Okay. Gut, das heißt, wir machen hier ganz normal weiter. Ist auch schönerweise jetzt dann wieder erledigt mit dem Schotter gleich. So, und wenn ich dann irgendwie diesen, ja,
diesen Zugang zu dieser Lava, zu diesem Lava-Fragment habe, dann müsste ich ja eigentlich fast mal überlegen, ob ich von dem Treppenplatz, den ich habe, weil wir gehen ja gerade eigentlich nach oben, ob ich von diesem Treppenwitz, den ich da hinten habe, nicht einfach direkt. Rüberkommen könnte. So, wir können ja hier jetzt einfach mal durchhauen. So, da haben wir ja auch noch ein bisschen was. Nehmen wir das auch gleich mit. Dann müssen wir es noch nicht vergessen. Oder wegen einzelnen Fragmenten halt noch kommen. Okay. So. Was haben wir denn hier? Das war einfach nur. Genau. Gefruppel. Hier sind wir wieder nach oben. Und dann sind wir, glaube ich, da lang. Da haben wir relativ viel gefunden und sind dann doch zu diesem Lavaplatz gekommen, ne? Genau. Okay. Dann würde ich den nochmal dahin tun. So. Okay, da käme ein einfach irgendwie runter. Irgendwie. Dann würde ich doch hier mal wieder den Aufstieg bauen. Und zack und zack. Und dann sind wir hier. Okay, das heißt, hier käme man dahin. So, da würde ich aber ganz gerne mal ein bisschen abschließen, damit man hier nicht immer gleich in die Lava fällt. Gut. Dann können wir hier die Kohle holen.
Start machen. Und dann würde ich hier ganz gerne sagen, Fluff. Hihi. Und so. Gut, dann würde ich mal hier schauen, wie es hier weitergeht. Spannend auf jeden Fall. Spannend, spannend. Was kann man machen? Wir können hier oben rübergraben. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, will ich dieses Risiko überhaupt haben? Weil ich meine, im Endeffekt ist es halt genau das. Ist eigentlich in erster Linie erstmal Risiko für relativ mau. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich da sage, boah, muss ich unbedingt alles haben. Da gehe ich lieber da oben gucken, wo es da weitergeht. Okay. Ist gerade alles sehr verwinkelt. Hier war Sackgasse und da hinten ging es dann doch noch weiter, ne? Hier, glaube ich. Nö. Sind wir hier fertig? Da geht's da oben weiter. Da hinten da oben und da da oben. Und hier war es doch, oder? Nö, auch nicht. Da Sackgasse und da Sackgasse. Okay, gut. Aber das gucken wir uns in der nächsten Aufnahmesitzung wieder an. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich denke, ich gehe zu dieser Lava zurück. Okay, hier waren wir auch schon mal. Hier waren wir auch schon mal. Ich wollte eigentlich jetzt gerade eine Aufnahmepause machen. Aber gerade ist so ein bisschen. So, nee, da nicht. Okay. Ist eh Ende Gelände. Gut, aber wie gesagt, ich würde ganz gerne zu dem Lava-Ding zurückgehen. Einfach damit wir wissen, wo wir sind. Damit wir in der nächsten Aufnahmesitzung da auch wirklich schön weitermachen können. Da ist mir ein bisschen zu dunkel. Da gibt es ein paar Kohlefelder. So, und hier.
würde ich dann eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Ess eine Kleinigkeit. Cheerio mit O und man sieht sich. Ciao.